Es ist das letzte Brückenbauwerk, die Brücke der Kreisstraße 25 von Obernburg kommt. Ein großer 350-Tonnen-Kran hob die schweren Brückenteile, die am Donnerstagnacht angeliefert worden sind, einzeln vom Tieflader direkt auf die Brücke. Verzögerungen hatte es gegeben, weil die Transportgenehmigungen so lange gedauert hatten. Eigentlich sollte die Brücke schon am 2. Mai eingehoben werden. Die Elemente sind zwischen 30 und 35 Meter lang und wiegen bis zu 39 Tonnen. Der 350 Tonnen Mobilkran hebt sie direkt vom Tieflader hoch und bringt sie zu den Brückenmauern. Parallel wird die Brücke über die Bahn an der ehemaligen Anbindung der 252 abgerissen.